Vanessa? Also Vanessa ist wieder bei mir eingezogen, weil sie hat ein nicht sehr schönes Erlebnis gehabt. Sie war im Park, ist überfallen worden. Das geht ja immer noch nicht. Scheiße. Ich lasse sie auch nicht gern allein, aber jetzt ist bei uns das Licht ausgefallen im Keller. Also habe ich Jens, meinen besten Freund, angerufen, der auch Vanessas Patenonkel ist und glücklicherweise Elektriker. Ach du Scheiße. Jens? Ach du Scheiße, Jens! Also ich war natürlich total geschockt. Ich komme da runter in den Keller, da liegt Jens einfach verletzt, bewusstlos. Und ich wusste nicht, was passiert ist. Da hing auch noch Kabel runter und hat einen Stromschlag bekommen. Hallo? Hier liegt, mein Freund Jens liegt hier auf dem Boden. Ich brauch dringend Hilfe. Jetzt auf Streife die Spezialisten. Neben der Angst um seinen besten Freund ist Ralf in großer Sorge um seine Tochter Vanessa. Die 21-Jährige sollte eigentlich gemeinsam mit ihrem Vermieter den Termin mit Elektriker Jens wahrnehmen. Für die Rettungskräfte hat jetzt allerdings Jens Priorität, der möglicherweise bei der Reparatur einen Stromschlag erlitten hat. Kann ich mal Ihre Taschenlampe haben? Ja, bitte. Ja. Okay. Ich habe mich zweimal versichert, er hat gesagt, es ist aus. Ja, hier geht überhaupt kein Strom mehr, er wollte das reparieren. Ja, pass auf. Ich würde trotzdem hier unten raus. Das ist mir einfach zu heikel, weil da können wir nicht vernünftig arbeiten. Ja, schwierig. Ich bin schon. Und wenn nachher schaltet einer da dran oder sowas, dann... Ist sonst noch irgendjemand hier im Haus? Nein, meine Tochter sollte eigentlich hier sein. Die hat ihn reingelassen, aber die ist nicht auffindbar. Pass auf. Unser Vermieter sollte auch da sein. Der ist auch nicht da. Lass mal kurz zusammenfassen. Er atmet, das sehe ich. Aus der Ferne konnte ich sehen, dass der Patient geatmet hat. Meine Priorität war, Eigenschutz beachten, den Patienten aus der Gefahrensituation retten. Und halt auch ins Licht bringen, weil im Dunkeln mit den beiden Taschenlampen, die wir da zur Verfügung hatten, haben wir ja auch nichts gesehen und wir hätten da auch nicht wirklich effektiv arbeiten können. Sollte der Elektriker einen Stromschlag erlitten haben, könnte das lebensgefährliche Herzrhythmusstörungen zur Folge haben. Während sich die Sanitäter um Jens kümmern, befürchtet Ralf, dass seiner Tochter etwas passiert ist. Seit dem Erlebnis im Park verlässt die Schülerin das Haus so gut wie nie. Okay, perfekt. Lass direkt einen Monitor machen. Ja, gib mal her. Scheiße. Alter. Gib mir mal einen Monitor her. Ich mach einen Druck, machst du mal einen Monitor. Das können wir uns ein bisschen aufteilen. Also meine Tochter wurde ja vor kurzem überfallen und jetzt liegt auch noch ihr Patenonkel, mein bester Freund, da im Keller, bewusstlos verletzt. Was ist hier passiert? Also langsam habe ich mir natürlich echt Sorgen gemacht. Müssen wir erst mal gucken, dass die ganzen Vitalwerte mal von Ihnen messen. Ich sehe auch nicht, dass er allein hier ist. Meine Tochter sollte eigentlich auch hier sein. Ja, das hatten Sie gerade gesagt. Ja, hat er denn einen Schlüssel von dem Haus? Nein, sie hat ihn reingelassen. Sie hat ihn reingelassen. Ich verstehe das nicht, dass sie nicht da ist. Weil sie hat irgendwie vor kurzem, also vor einer Woche, vor zwei Wochen, hat sie ein ganz schlimmes Erlebnis im Park gehabt. Sie ist angefallen worden und bekrapscht worden und hat diesen Angreifer in die Flucht geschlagen. Und seitdem hat sie auf jeden Fall Probleme. Also ich denke, sowas wie eine posttraumatische Belastungsstörung. Sie schläft schlecht, sie hat Albträume, sie redet über den Fall gar nicht. Also sie ist völlig, vielleicht hat sie auch eine Panikattacke bekommen und ist weggerannt und so. Können Sie Ihre Tochter denn mal anrufen? Wenn die hier sein müsste, dann müsste ja zumindest... Ja, ich habe sie schon angerufen, sie geht nicht an. Probieren Sie es nochmal bitte, das wäre nett. Als wir den Patienten an dem ersten OG hatten, haben wir ein EKG geschrieben, was für uns ein bisschen auffällig war. Es war halt ein bisschen tachykard, aber EKG-Veränderungen wie Herzrhythmusstörungen nach einem Stromschlag waren halt nicht gegeben. Bei der weiteren körperlichen Untersuchung sind mir dann noch so ein, zwei Sachen aufgefallen. Kannst du nur noch auf? Ach, die Scheiße. Also das ist keine Strommarke. Der hat an der Decke da an der Stromleitung rumgebastelt. Er hat an der Stromleitung gebastelt, sollte, und er ist, das kann ich Ihnen versichern, ein erfahrener Elektriker. Also er hat mit Sicherheit keinen Stromschlag gekriegt, das kann ich mir nicht vorstellen. Bei der körperlichen Untersuchung habe ich halt diese Prellmarke festgestellt. Also er muss irgendwie eine Gewalteinwirkung auf den Körper gehabt haben. Wo die jetzt herkommt, konnte ich mir in dem Zeitpunkt auch noch nicht erklären. Okay. Gab es da irgendwie Probleme mit Ihrem Vermieter? Oder kann es vielleicht sein, nein, wenn Sie gerade die Vorgeschichte haben mit Ihrer Tochter? Nein, Norbert, unser Vermieter, kenne ich auch. Wir trinken öfter ein Bier zusammen. Das ist ein Familienvater, ein ganz netter Bekannt. Nein. Ja, okay. Also, und Jens ist Partneronkel von Vanessa, mein bester Freund. Also, haben Sie irgendwie, war die Tür offen? Haben Sie nein, ich könnte draußen noch mal schauen, ob sie vielleicht draußen ist. Dann würde ich. Gucken Sie mal, das da irgendwo. Vanessa? Ach du Scheiße, was ist das denn? Der Notrufgeber wollte dann noch mal nach seiner Tochter suchen. Er hat dann auf der Terrasse einen blutverschmierten Hammer gefunden. Das wird mir jetzt ein bisschen zu brenzlig. Ich fordere jetzt einmal die Polizei an. Ja, bitte. Das ist frisches Blut. Also es kann doch nicht sein Blut sein, oder was? Also er blutet nicht, er hat ein Hämatom. Das ist aber das ist keine offene Wunde in dem Bereich. Da für mich jetzt halt nicht klar war,
was da passiert ist und vielleicht noch ein Täter vor Ort sein konnte, habe ich dann die Polizei informiert und wir haben uns wieder zurückgezogen, um dann halt wieder sicher zu sein. Da Elektriker Jens keine offenen Wunden hat, die durch den Hammer verursacht worden sein könnten, muss es mindestens eine weitere verletzte Person geben. Zudem sind die Rettungskräfte in Sorge, weil der Täter immer noch frei herumläuft. Plötzlich taucht Ralfs völlig aufgelöster Vermieter auf. Norman! Hallo. Was ist los? Wo ist Vanessa? Was ist los? Jetzt kannst du mal Licht ins Dunkel bringen. Geht's Ihnen gut? Na, dem geht's momentan nicht so gut. Vanessa ist weg. Wie, Vanessa ist weg? Ja, die ist ausgeflippt, du im Keller. Ich kam hier rein und wollte nach jedem Grund. Wir haben nach dem Licht geguckt und dann rufe ich runter, ob alles in Ordnung ist. Ich wollte mal gucken und runterkommen und dann schreit die rum. Was? Nimmt einen Hammer, haut dem Herrn Grause irgendwo hin. Wollte an mir vorbei, haut mir auf den Arm, hier aufgeplatzt und bin hingefallen und dann wurde ich hinter ihr her, weil Vanessa, du bist ja wie die Vanessa. Hast du sie erstmal zur Luft? Alles gut. Wir wissen, Vermieter. Wir wissen ja, wie die Vanessa ist und ich wollte hinter ihr her und ich weiß ja nicht, wo sie jetzt hin ist. Hast du gesehen, in welche Richtung sie gelaufen ist? Ich muss meine Tochter finden, sorry. Ganz kurz für uns. Sie sind jetzt wer nochmal? Ich bin der Norbert Peters. Vermieter. Sie sind runtergegangen und Vanessa ist unten ausgeflogen. Kann das sein, dass er sie angefasst hat oder sonst was in der Art? Oder dass von ihm ausgegangen ist oder irgendwie, dass die dann ausgeflogen ist? Das habe ich nicht gesehen. Da war ja kein Licht richtig da. Das war nur so ein Scheinwerfer. Also, Sie sind hier reingekommen und unten war schon Tumult oder haben Sie sich bemerkbar gemacht? Ich hab nach unten gerufen und dann kurz Zeit später fängt die Vanessa an zu schreien. Okay, dann kommen Sie einmal kurz zu mir, setzen Sie sich mal hier hin. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, Sie sagten gerade posttraumatische Belastungsstörung, dass Sie das haben. Das ist auch diagnostiziert durch einen Facharzt oder vermuten Sie das einfach? Das vermute ich ja. PTSB, also posttraumatische Belastungsstörung, ist eine Belastungsstörung, die bei Menschen auftritt, die ein Trauma erlitten haben. Das kann Rettungskräfte, Polizisten, Soldaten, die aus dem Einsatz zurückkommen oder auch Gewalttatopfer oder Vergewaltigungsopfer treffen, die dann halt auf ganz bestimmte Geräusche, Reaktionen dann panisch reagieren. Sowas muss unbedingt behandelt werden. Da gibt es Hilfe. Hat sie denn einen Trigger, der das auslöst oder sowas? Ist Ihnen da was aufgefallen? Nein, in letzter Zeit? Keine Ahnung, aber sie hat halt ab und zu, also ich denke mal, das war eine Panikattacke. Ja. Das kann ich mir bei ihr sehr gut vorstellen. Und oh mein Gott. Man hört ja immer, dass sowas auch im nahen Umfeld passieren kann, genau sowas. Das wäre für mich, das wäre echt der Horror. Ja. War jetzt Jens der Angreifer? Wichtig war, dass wir jetzt auf jeden Fall Vanessa finden. Nicht, dass sie noch jemandem etwas antut oder vielleicht sogar sich selbst. Laut Vermieter Norbert war Vanessa bei ihrer Flucht in einem völlig desolaten und aufgelösten Zustand. Die eintreffenden Polizeibeamten Georg Kuhn und Ingrid Hall erkennen ebenfalls schnell den Ernst der Lage. Die 21-Jährige könnte für sich und andere zur großen Gefahr werden. Schauen Sie, das ist Vanessa. Das Bild. Oh, zeig mal, ich habe es auch noch nicht gesehen. So, siehst du noch mal. Da der Patient relativ stabil war, habe ich mich dann entschlossen, die Polizei bei der Suche nach Vanessa zu begleiten. Ihr könnte ja immer noch was passiert sein. In der Panik machen manche Menschen verrückte Sachen. Wie gesagt, das haben wir so gefunden und da wir nicht wussten, was jetzt genau war, haben wir es einfach reingeholt. Hier ist es passiert, mit anderen Worten. Ja? Nein. Wo ist das denn? Im Keller ist das passiert. Die Vanessa hat mit dem Hammer um sich geschlagen und ist die Treppe hoch und ich wollte aufhalten und bin hinter ihr her. Okay. Aber ich bin aus der Tür raus draußen. Gut, das reicht mir jetzt auch erstmal für Ihre Aussage. Letztendlich, wenn Sie drin schon waren, dann würde es ja so aussehen, als wäre sie hier durch, ne? Das sieht ja vom Verlauf her so aus. Sie ist hier raus und dann möglicherweise in den Garten. Ja, okay. Kriegen Sie nicht, ne? Dann schauen wir jetzt einfach mal hier im Garten. Die Suche im weitläufigen Garten verläuft erfolglos. Je mehr Zeit verstreicht, desto verzweifelter wird Vater Ralf. Er hat seine Tochter nach dem Überfall im Park erlebt und befürchtet nun das Schlimmste. Erstaunlicherweise führen die Spuren zurück ins Haus. Hallo, ist da jemand? Polizei, ist da jemand? Vanessa! Da ist jemand drin. Schatz, bitte mach die Tür auf, Vanessa! Hören Sie mir zu, wir machen die Tür jetzt gewaltsam auf. Oder zumindest versuchen wir das, ja? Bleiben Sie hinter der Tür weg. Wir machen die jetzt auf. Ja. Scheiße. Langsam. Lassen Sie die Kollegen erstmal rein. Was ist los? Schätzchen. Können Sie aufstehen? Was ist passiert? Vanessa, ja? Vanessa. Hey, was ist los?
Mann, Vanessa, beruhigen Sie sich doch. Hey. Ist alles so schlimm. Sie brauchen jetzt keine Angst mehr zu haben. Sani, kannst du mal vielleicht schauen nach ihr? Dann würden wir mal rausgehen und lassen sie hier mal arbeiten. Ja. Natürlich war ich erstmal erleichtert, Vanessa wieder zu sehen, dass sie da ist, dass hier nichts äußerlich erstmal nichts Schlimmes passiert ist, aber an ihrer Reaktion, ihre Panik, das hat mir ein bisschen Angst gemacht und ich wusste, hier muss irgendwas passiert sein, irgendwas Schlimmes. Ganz ruhig, ganz entspannt. Wir sind hier, wir helfen dir. Ja? Erzähl mal, was passiert? Ich war im Keller mit Jens. Ja. Und dann habe ich die Stimme gehört. Und ich hab total Angst bekommen und dann habe ich den Hammer genommen und habe mich geschlagen und dann bin ich... Was für eine Stimme? Was für eine Stimme? Vanessa. Von ihm. Von ihm? Von wem ihm? Der mich überfallen hat. Was? Ist aus dem Park? Diese Aussage kann nur bedeuten, dass der Mann, der Vanessa vor wenigen Wochen im Park überfallen hat, jetzt vor Ort ist. Ob der Verdächtige wieder geflohen ist, oder ob es sich um einen der Anwesenden handelt, ist noch ungeklärt und muss eine Gegenüberstellung zeigen. Da kam einer ins Haus und hat Hallo gerufen und ich habe die Stimme sofort erkannt. Aha. Und dann habe ich Panik bekommen und dann habe ich den Hammer genommen und um mich geschlagen. Einfach aus Panik, ich wollte das nicht. Passen Sie auf, wir gehen nach vorne. Das erzählen Sie dann bitte gleich nochmal in aller Ruhe der Polizei. Ja? Trauen Sie sich das zu, dass wir nach vorne gehen? Okay. Dann gehen wir mal. Ich bin hinter Ihnen. Ich halte Sie ein bisschen. Sie kriegen das in den Griff. Alles gut. Also machen Sie sich mal keinen Kopf. Das Problem mit Ihrer Tochter, das kriegen wir in den Griff. Hey, was ist los? Was ist los? Komm. Das ist er. Was? Das ist er. Das ist wer? Der mich überfallen hat im Park. Bitte? Norbert? Das überhaupt nicht. Alles gut. Ich sag dir, wenn das der Wahrheit entspricht, dann knall dir das gleich im Ernst. Was soll denn das? Wer hat dich überfallen? Wo? Also ich konnte nicht glauben, dass Norbert der Mann sein soll, der meine Tochter damals angegriffen hat. Ein Glück, dass die Polizei da war. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn die Polizei nicht da gewesen wäre. Boah, du Schwein, ey! Was hast du verhört, Vanessa? Ich kann das nicht gewesen sein. Hast du verhört? Ruhe bitte. Was genau ist in dem Wald, als sie überfallen wurde, passiert? Ich bin im Dunkeln nach Hause gelaufen und dann hat mich jemand von hinten gepackt. Ja. Und ich konnte nur weglaufen, weil ich der Person den Arm gebissen habe, ganz doll. Du hast der Person den Arm gebissen? Ja. Ich weiß noch. Herr Peter, Sie bleiben jetzt hier an der Wand stehen. Ich weiß noch, man hat mich gepackt. Ich glaube... Mein Kollege wird das jetzt mal untersuchen. Also eine Bisswunde ist sicherlich über längere Zeit zu sehen. Genau, so. Keine Angst, keine Angst. Sind bei Ihre Ärmel hoch? Ich habe keine Bisswunde hier. Nein, bitte den anderen den Arm, anderen ja? Arm. Den haben wir ja schon gesehen. Das gibt's doch wohl nicht, du! Das ist ja unfassbar! Die habe ich vertraut! War Nachbarshund! Die Bisswunde beim Vermieter war eindeutig von einem Menschen. Das konnte man direkt sehen. Tierbisse sehen anders aus, vor allem vom Hund. Das sind halt längliche Bissspuren aufgrund der Maulform des Tieres. Und dann hast du, als du die Stimme erkannt hast, hast du wieder deine Panikattacke bekommen. Ja. Also das Mädchen hat uns dann erzählt, dass sie tatsächlich eine Panikattacke erlitten hat unten im Keller, als sie die Stimme des damaligen Täters wiedererkannt hat und hat dann wild den Hammer einfach in die Hand genommen und wild um sich geschlagen. Der Herr Peters wurde von uns festgenommen, er wird dort dem Haftrichter vorgeführt und der entscheidet über den weiteren Verbleib. Elektriker Jens hat nur oberflächliche Verletzungen erlitten und konnte das Krankenhaus schnell wieder verlassen. Ralf und Vanessa sind mittlerweile in ein anderes Haus gezogen. Mit Hilfe einer Therapie hat die 21-Jährige ihre posttraumatische Belastungsstörung überwunden. Der Vermieter wurde wegen des Angriffs verurteilt.